Was ist eigentlich eine Open Book Klausur? Was eine Klausur ist, wissen wir alle. Es ist ruhig im Raum und alle arbeiten konzentriert auf einem Stück Papier. Und in der Regel gibt es mehr oder weniger schwierige Fragen zu beantworten. Und die Lehrerin, der Lehrer oder die Professorin und der Professor gehen durch die Gänge und schauen, dass niemand schummelt, dass niemand unerlaubte Hilfsmittel benutzt zum Beispiel. Und bei einer Open-Book-Klausur ist das ganz anders. Bei einer Open-Book-Klausur sind alle Hilfsmittel erlaubt. Ja, wirklich alle. Open-Book eben. Also das heißt, man kann das Skript neben sich haben, man kann ein offenes Buch, ein offenes Fachbuch haben. All das ist erlaubt. Und das ermöglicht, dass Klausuren geschrieben werden können, die nicht in einem gemeinsamen physischen Raum sind, sondern die zum Beispiel zu Hause geschrieben werden können. Wie es zum Beispiel in einem Online-Semester nötig ist. Weil zur Klausur können natürlich nicht alle Studentinnen und Studenten wieder in einem Raum zusammenkommen, um diese Klausur zu schreiben und entsprechend kontrolliert zu werden, dass sie wirklich auch nur die erlaubten Hilfsmittel nutzen. Und dann ist die pragmatische Idee, einfach alle Hilfsmittel zu erlauben. Das bedeutet aber, dass die Fragen so formuliert, so gestellt sein müssen, dass sie tatsächlich dem sogenannten kompetenzorientierten Prüfen des Wissens dienen. Das heißt also nicht einfach nur einfache Fragen, die man vielleicht googeln könnte, einfache Fragen, die man vielleicht irgendwo in den Skripten auch nachschlagen könnte und dann entsprechend einfach nur Häkchen setzen, sondern es geht darum, tatsächlich zu zeigen, dass man etwas gelernt hat. Das heißt natürlich aber auch, dass die Ansprüche an die Korrektur, und das ist gleichzeitig der Nachteil, sehr hoch sind. Das heißt also, der Korrekturaufwand von solchen Open-Book-Klausuren ist enorm. Der ist richtig groß. Das ist eigentlich vergleichbar, wie wenn jede Studentin und jeder Student eine Hausarbeit schreibt. Und das ist natürlich in sehr großen Veranstaltungen, in denen man sehr gerne Klausuren nutzt, um sozusagen den Prüfungsaufwand nicht zu groß werden zu lassen, natürlich ein Problem. Generell finde ich aber trotzdem die Open-Book-Klausuren sehr sympathisch, weil eben nicht die Studentinnen und Studenten gute Noten bekommen, die möglichst gut auswendig gelernt haben, sondern die Studentinnen und Studenten bekommen gute Noten, die den vermittelten Stoff, das Fach, das Thema, die Frage entsprechend wirklich verstanden haben und entsprechend klug auch auf die Frage, auf die Klausurfrage antworten können. Und sympathisch ist auch dabei, weil es gibt ja solche Alternativen, dass man Klausuren schreibt und dann die Kamera auf sich gerichtet haben muss, damit man eben zeigt, damit man konzentriert an der Klausur arbeitet und entsprechend nicht schummelt. Und das ist doch irgendwie nicht besonders sympathisch. Viel sympathischer ist es doch dann entsprechend, wenn man eine Klausur hat, die wirklich gute Fragen enthält und mit denen man als Studentin, als Student zeigen kann, dass man etwas gelernt hat. Das ist eine Open-Book-Klausur.